Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Ja, die letzten paar Male haben wir... Ha! Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Die letzten paar Male, wie schon gesagt, haben wir den einen oder anderen neuen Mitspieler getroffen. Wir haben dem Herrn Mwemba Anzinga Romeo und Julia abgekauft, soweit ich mich entsinnen kann. Müssen wir nachher gleich anschauen. Was unseren Tourismus verbessert. Weil wir haben ja vor, durch Tourismus zu gewinnen. Okay, gut. Wir haben... Wir haben das Heureka für Kartografie bekommen und dadurch haben wir Kartografie auch gleich entdeckt, würde ich fast sagen. Wir haben jetzt unseren zweiten Hafen. Wenn deine Handlungen andere inspirieren können, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu tun und mehr zu sein, bist du Kartograf. Okay. Finde ich gut. Gut, wir können jetzt aufs offene Meer. Und wir können diese Galerie gleich mal zur Karawelle verbessern. Diese Galerie wird auch gleich darüber fahren. Weil wir können ja jetzt übers offene Meer fahren. Und sich das holen. So, gut, du gehst auf die Wirtschaft. Jetzt glaube ich auch über das offene Meer, hoffe ich. Könnt ihr einen Handelsweg erstellen? Okay, weiterer Handelsweg ist gut. Ihr habt eine Quest für den Stadtstaat Toronto abgeschlossen. Wahrscheinlich mit. Finde ich gut. In Toronto ist sehr umkämpft. Jetzt nicht mehr ganz so. Die da drüben sind alle natürlich in der Hand von irgendjemandem. Jerusalem hat keinen Souverän. Liegt wahrscheinlich daran, dass zwei, drei haben, genau. Gut, naja, ist ja egal. Zumindest einmal eins bei diesen ganzen Stadtstaaten wäre ganz praktisch. So, du gehst mir tatsächlich, keine Ahnung wohin, da gibt es überall schon eine Garnison, da unten auch, oder? Ja, wir brauchen eine Neustadt für dieses Pferd. Ja, dann gehst du mal Richtung... daher. Einfach deshalb, weil das zentraler liegt in der Nähe vom Wasser da unten und Kriege führen wir wahrscheinlich am ehesten mit denen da unten. So, Phasalos hat den Hafen fertig. Brauchen wir als nächstes eine Stadtmauer. Wir haben ja jetzt dieses Ding verbessert. Dieses Stadtmauern-Dings verbessert. Next round. Euch eine Delegation mit Geschenken geschickt, darunter einige unserer größten Josee zu Kuri-Kunstwerke. Eure Delegation ist dazu gekommen. Hervorragend. Auf Wiedersehen. Jetzt haben die, glaube ich, auch eine Botschaft von mir. So. Schiebermakel. Dir jetzt die Welt anschauen. Dann haben wir jetzt eine Karawelle. Dieses Schippermarkt fährt noch darüber, um sich auszurüsten und kommt dann auch nach. Ah, nicht der schnellste. So,
So, warte mal, aber irgendwo habe ich noch einen zweiten. Warte, der ist schon auf dem Weg dorthin. Das Pferdl. Und ich war gerade an einem Theaterplatz. Na, schau was an. Die Leute können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Den Spruch haben sie schon damit drinnen. Personal von Venedig. Soll sein. Zwei Verbreitungen hätten wir noch rein theoretisch. Ah, okay, dafür müssen wir noch drei Ladungen besitzen. Das können wir also nicht machen. Keine Inquisitoren. Jetzt stellt sich die Frage, sollen wir hier Bagdad zweimal noch versuchen? Oder Kairo? Zweimal parkt hat und passt schon. Technologie, außerdem, wenn man einen neuen Dings bauen. So, was machen wir? Schießpulver? Rasegel. Ah, das haben wir gratis gekriegt irgendwie. Dann können wir Fregatten bauen. Fregatten sind cool. Die haben Fernkampfangriff. Und unsere gewässerten Einheiten sind schneller. Ich weiß nicht, Astronomie. Vielleicht. Schießpulver meine ich. Ich habe noch nicht einmal ein Lager, wie soll ich dann eine Waffenkammer bauen? Ich sehe das mit den Lagern sowieso nicht so ganz ein, warum ich die bauen sollte. Ja, außerdem haben wir gesagt, wir können Sachen mit Religion kaufen. Noch einen Apostel. Schon und das dauert noch ein bisschen, bis wir das da haben. In 12 Runden. Aber dann können wir uns die Bibliothek und die Universität einfach mit unserem Glauben reinkaufen. Das werden wir auch machen. Gut, machen wir da auch gleich Mauern. Einfach deshalb, weil das ist unsere Grenzstadt. Schauen. Wir kriegen eine Inspiration für Bauwesen. Finde ich gut. So, Apostel.
Zweimal zusätzlich verbreiten. Religiöse Verbreitung eliminiert 75% des Exilien durch andere Religionen in der Zielstadt. Das ist nicht schlecht. Nein, das ist ein Chaos. Das ist doof. Der kann nicht, der hat nicht das, diese Fähigkeit gekriegt wie der andere. Diese andere Fähigkeit war besser als der Redner. Oh mein Gott. Mit Verringerung des Drucks. Versuchen wir das mal so. Gut, du brauchst dann eine Modernisierung. Das ist ganz praktisch für da unten. Weil dann haben wir einen Bonus für das Industriegebiet und da. Und dadurch wird das um einiges schneller werden, hoffe ich. So, warte mal. Für Karthago haben wir eine Quest abgeschlossen, finde ich gut. Wollte der den Bauwesen haben? Was weiß ich, irgendwas wollte er auf jeden Fall haben. So, du bleibst da stehen. Ja, du hast mit, vielleicht wollte er mittelalterliche Mauern haben. Bank. Wir brauchen eine Bank. Erstens wollen wir möglichst schnell einen großen Händler haben. Zweitens brauchen wir Geld. Geld regiert die Welt. Kornspeicher, Kornspeicher oder mittelalterliche Mauern? Kornspeicher. Da oben brauchen wir echt keine Mauern. Das ist umgeben von Freunden. Das ist ein bisschen so wie Österreich. Braucht auch kein Heer. Weil wir rund um dann nur Verbündete haben. Kornspeicher. Mit bei dem ist schon nicht ganz so sicher. Was macht der Leuchtturm? Plus ein Nahrung, plus ein Gold. Plus ein Wohnraum, plus ein Blütenplatz. 25% Kampferfahren für alle Marineeinheiten, die in dieser Stadt ausgebildet werden, plus eine Nahrung auf allen Küstengeländefeldern für diese Stadt. Oh, keine schlechte Sache. Machen wir einen Leuchtturm. Also wenn wir dann diese Dinger hier verbessern lassen durch Handwerker, vielleicht irgendwann einmal. Da ist ja noch ein Handwerker, der nichts Besseres zu tun hat. Dann könnte er noch ein Sägewerk hier bauen. Oh nicht. Schwer zu sagen. Vielleicht wenn wir da ein Lager herbauen. In die Wüste. Ach, das sind schon wieder Siedler. Was macht der? Hat er jetzt lauter Siedler? Hat er jetzt Besseres zu tun? Idiot. So, haben wir gesagt, da. Pfeff den Wald. Ja, was braucht Nahrung? Pergamon braucht Wohnraum. Ja, ja, ist ja schon. Irgendwann mal, wenn die Uni fertig ist oder der Campusbezirk. Yay, dadurch haben wir jetzt Erkundung, weil wir zwei Karavellen haben. Finde ich gut. So, dieser Apostel soll eine Inquisition einleiten. Ach, soll man einfach Kairo. Soll man einfach schauen, dass man Bagdad und Kairo fullerisch auseinandernehmen. Ist wurscht. Fangen wir an mit dem Hightech-Krieg in Dings. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir machen das einfach so mal. Ich frage mich gerade, ob ein Guru die Möglichkeiten verbessert, dass man noch einmal was machen kann.
Hey, vielleicht sollten wir da den Dings hinschicken. Schauen wir mal, ob das Lager noch da ist und mit dem Typen dort sind. Dann sollten wir vielleicht unsere Kavallerie dort in die Richtung schicken. Händler. Washington, Charleston. Charleston ist cool. Washington ist besser. Okay, nein, mit dem will ich eigentlich gar nicht Handel treiben. Toronto ist auch nicht schlecht. Ja, Washington ist definitiv das Beste. So, wir brauchen eher einen neuen Händler, das heißt, wenn wir wieder was bauen können, dürfen wir nicht vergessen, dass wir Händler da ist ein Inquisitor. Mittlerweile sind die Handelswege ja ziemlich lukrativ. Bei Rhodos wurde ein Koloss errichtet, 70 Ellen hoch und zu Ehren der Sonne. So viel Bronze nutzte der Künstler, dass es schien, die Quellen in den Minen sollten versiegen. Finde ich gut. Nach 300 Jahren Bauzeit ist er endlich fertig. Finde ich gut. Man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt. Humanismus. Finde ich gut. Wir können jetzt Museen bauen. So, das lassen wir noch. Da war, glaube ich, nicht wirklich was Besseres jetzt zu tun da oben. Lassen wir das auch. Händler will ich eigentlich auch lassen. So, was ist denn neu eigentlich? Künstler und Ingenieur. Ingenieur, ein großer Ingenieur wäre schon auch irgendwie cool, glaube ich. Großer Künstler auch. Aber wir wollen als erstes mal den großen Händler haben. Nein. Wenn irgendjemand braucht diesen Händler, soweit ich weiß. So, eine neue Handelswegkapazität erhöht. Na gut. Schwuppdiwupp, mach mal das. Und der andere Spieler, mach auch was. Und du Schippernackel, mach auch was. Und du, deine Religionleiter. Und du. Charleston, Toronto. Produktion ist nicht schlecht, Produktion ist gut. Wir alle lieben Produktion. So, du mein Freund, fährst in die andere Richtung rum. Wir müssen dir nicht zuschauen, wie du das machst. Wie gesagt, da wollen wir mal her. Reite mal darüber. Pferd.
interessanter ist weiter als ich hier. Jetzt hätten wir da Erkundung. Handelsrepublik ist mir eh lieber als das. Als die Monarchie, um ehrlich zu sein. Machen wir mal Erkundung. Ephesus, auch ein Leuchtturm vielleicht. Ein Lager? Nein, kein Lager. Mauern? Hm. Industriegebiet. Leuchtturm. Leuchtturm wäre vielleicht nicht schlecht. Städte. Gut so. Ich habe schon so viel Glauben, mit dem wir nichts anfangen können. Wobei andererseits, dann könnten wir auch einen Feuertempel bauen. Yes, Feuertempel. Feuertempel. Was da hier bauen? Ephesus ist die Stadt mit den Langzeitprojekten. Die werden nie irgendwas Sinnvolles drinnen haben. Ah ja, Händler haben wir gesagt, sollte man noch ein paar. Ja, das dazu. Spion wäre auch irgendwie nicht blöd, wenn wir bauen. Irgendwann einmal in nächster Zeit. Das war bescheuert. Na, Gott sei Dank hatte der nur noch eine Ladung. Dem bin ich jetzt los. Ah, das ist alles so langsam hier. Bewegen sich alle so langsam, diese Einheiten. So, Azteken hat eine Allianz mit Amerika eingegangen. Amerika hat noch eine Stadt gegründet. Ja, und unseren Apostel haben wir auch verloren. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Vielleicht schießt er das jetzt ab. Genau, weil ich das Ding oder dass ich irgendwas tun muss. So, wo ist das? Ausgezeichnet. Auf der Seite gibt es noch mehr zum Erforschen. So, Mykene. Was brauchen wir als nächstes? Einen Händler. Was hältst du davon? Oder hättest du den Spion bauen wollen? Nein, Händler. Immer Händler zuerst. Händler sind wichtig. Spione sind zwar lustig, die sind wieder etwas besser als. Spionage ist wieder etwas angenehmer als in den früheren. Im Civ 2 war es aber trotzdem noch immer am coolsten.
dass die greifen das da jetzt an wahrscheinlich. Achso, warte mal, da komme ich nicht drauf. Das sind Felsen. Was sei das da? Wo ist? Ja. Das ist ein voller Barbaren. Oh, das sind ja die Azteken. Die sind ja näher als ich dachte. In die Richtung ist der Weg viel weiter als in die. Geldstücke, vielleicht können wir den Menschen aus Kongo das ein zweites Schriftstück auch noch abkaufen. Also Künstler. Wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Und wenn wir alles entdeckt haben, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. So, wollen wir die Handelsrepublik? Plus 2 Handelswege, Rabatt auf Goldkäufe. Das mit den Einflusspunkten ist nicht schlecht eigentlich. Aber die Handelswege und die Goldkäufe sind schon sehr cool. Gut. Lass mal die Annehmlichkeiten oder was nehmen wir was anderes ein da. Machen wir das einmal darauf. Dann haben wir unten diese 2 Jokerplätze noch frei. Einheit oder plus 2 Gold durch alle Handelswege. Oh, das 2 Gold durch Handelswege. Ich glaube, das bringt insgesamt ein. Achso, warte mal. Dann ändert sich das, wenn ich das so mache? Nein. Das muss man, jetzt habe ich plus 100 Geld mit der Einstellung, die ich bis jetzt hatte. Das machen, ob es mehr oder weniger wird. Dann wissen wir, dass wir das nächste Mal das andere nehmen. Wir haben jetzt 4, ja, sind 8. Wir könnten noch ca. 8 Einheiten haben. Das könnte ca. gleich sein. Aber mit der Handelsrepublik ist es so, dass wir mehr Handelswege machen. So, jetzt überlegen wir, wollen wir den Händler weiter, ja den Händler machen wir weiter, sollen wir da auf Spionageproduktion auch gleich gehen? Wenn wir jetzt hauptsächlich Spione und Händler produzieren, oder Siedler, Siedler sollten wir zumindest einen noch auf unserem Kontinent und darüber zu den Pferden bauen. Machen wir Siedler. Siedler und Händler. Wir könnten eigentlich die Annehmlichkeit durch das da ersetzen. Pfeif auf die Annehmlichkeit. Wir bauen nämlich auch noch die Stadtmauern gerade. So, wir haben jetzt 111 Einkommen. Liegt es daran, dass wir was weiß ich, woran das liegt.
Ist auch wurscht im Großen und Ganzen. So, wir haben jetzt ein paar Handelswege dazu gekriegt. So, was machen wir? Aufklärung. Aufklärung klingt gut. So, Sparta. Oh, das wäre auch schon schön. Irgendwann einmal in nächster Zeit. Plus 2 Punkte großer Künstler und plus 1 Punkt großer Schriftsteller. Und plus 2 Kultur. Das können wir wahrscheinlich auch mit Glauben kaufen, oder? Dachte ich es mir. Das Museum und dem anderen machen wir ein archäologisches Museum einfach. Erhöht unsere Kunstproduktion auch um einiges. Naturgeschichte, sehr gut. Und 2 Ausrichtungen haben wir dadurch auch gekriegt. Gut, wir haben gesagt, oh, Werkstatt wäre auch gut. Wir haben aber gesagt, oh, du kannst groß Zimbabwe bauen. Wohin? Nur daher? Wieso nicht daher? Wahrscheinlich, weil es kein Dings ist. Na, da will ich nicht hinbauen. So ein schönes Gebiet zum Bauen. Das Arsenal von Venedig. Was kann das nochmal? Muss ein Industrie. Kann nicht auf einem See gebaut werden, muss auf Küsten gebaut werden. Gut. Plus 2 Punkte als großen Ingenieur. Für großen Ingenieur. Erhaltet jedes Mal eine weitere Marineeinheit, wenn eine Marineeinheit ausbildet. Okay. Na. Siedler, Händler, Händler. Boah, jetzt mal Händler, volle Wäsche. Na, Bank wäre auch gut. Arena wäre wahrscheinlich auch gut. Nein, das wäre nicht gut. Händler? Händler? Nein, du solltest dich um dich kümmern. Bank oder Arena oder Mauern machen. Die sind gerade noch im Angebot. Das werden wir bald abschaffen, das Angebot für die Mauern. Also ein bisschen schneller mit den Händlern, wenn wir alle in Sparta bauen. Führen da drüben. Mal abgesehen, du hast einen Malus für Leute, die Kriege auf deinem Kontinent führen. Warte mal. Du hier. Zurück nach Athen.
noch den Glauben auf für die Bibliothek und die Universität da unten. Oh verdammt, das Ding ist ja schon wieder urlang. Herrschaften, ich vergesse immer die Zeit, wenn ich spiele. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Nachmittag oder sonst was. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.